So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA Online mit dem BO2-Gamer, a.k.a. Marvin und Pentagon, a.k.a. Durchgehend online! Den kennt sowieso keiner. Okay. Wir wollten in dieser Folge einkaufen gehen und ein bisschen Schienenersatzverkehr machen. Hallo! Hallo, mein Name ist Svetlana. Was wolltest du mir zeigen jetzt? Wer wollte dir was zeigen? Du wolltest mir was zeigen. Ach ja, warte. Nicht dein Penis. Oh. Was hab ich gesagt, ne? Was hab ich gesagt? Das ist keine Haftbombe, siehst du? Wichser. Aber eine Granate. Ja, und ist keine Haftbombe, also laber keine Scheiße. Aber keine Scheiße. Ja, doch, du laberst Scheiße. Da schon wieder. So. Fuck. Nein, Haftbombe an meinem Wagen. Ja. Absprung. Von wem ist sie nur? Komm, zünde. Nö. Werd deine letzten Dollars los. Nö, weißt du? Da mach ich lieber mal. So! Oh, du bist so ein Wichser, ne? Also, das Shoppen wird heute nichts mehr. Ich werde den Penner jetzt so oft töten, dass er rage-quittet. Nein, Alter. Wir gehen jetzt shoppen, warte mal. Kann man hier. Kannst du ja gerne versuchen. Bekleidungsgeschäft. Alter. Luca, er dreht durch! Er dreht durch, Alter! Wer, Marvin oder was? Ja! Achso, was würde der nicht tun? Er dreht durch, Alter! Warte, ich beschütze dich. Ich hab da so ein Zaubermittel für. Ich mein einfach Passivmodus und so. Ah Mann, du bist so ein Penner! Ja, wenn du mir schon so kommst, ne? Wenn du mir schon so kommst, ne, knall ich dich lieber ab. Ich wollte dem Typen einfach mal eine Haftbombe ins Auto klatschen. Ja. Was willst du eigentlich von mir? Was willst du eigentlich? Knabber ich jetzt von meiner Möhre! Wow, ist so lustig. Luca hat vor der Aufnahme gesagt, ich geh mal meine Möhren putzen, weißt du? Er knabbert eiskalt an seiner eigenen Möhre. Ja, das ist. Und davon ist er nur noch angekommen, ich geh mal meine Möhre putzen und das habe ich dann völlig falsch verstanden. Ah, du Pisser, Alter, verpiss dich mit deinen Haftbomben, ernsthaft, ey. Du Pisser, verpiss dich. Pisser, verpiss dich. Bitte. Pisser. Ich fahre. Pisser. Der hat bestimmt hier eine Haftbombe, warte mal. Müssen wir erstmal checken? Nö, sieht sauber aus. Ey, kommt mal jetzt shoppen hier. Gleich geht's boom, Alter. Ja, nächstes Bekleidungsgeschäft ist hier. Was ist denn das? Ich will aber das teure Bescheißungsgeschäft. Bescheißungsgeschäft, ich glaube, das sieht teuer aus. Fuck, Alter. Ponson Bees. Fuck, die Cops, warum sind hier die Cops? Die Cops, das sind die Cops, die Cops, die Cops. Scheiß Cops. Hallo. Ich hätte gern was ACAB, eingekauft. ACAB. Ach, Cola, ach, Bier. Alter. So. All chicks are bastards. Was haben wir denn hier so? Ey, warum habe ich 2 Sterne wegen nix, Alter, wegen nix? Nur weil ich so 2 auch? Spasten getötet habe, ernsthaft? Krieg dafür 2... Alter, damit habe ich der Welt was Gutes getan, ernsthaft? Aha, okay. Marvin. Als Maul, ey, verpiss dich mit deiner Bombe. Nein. Alter, was ja alles gibt. Nur woanders parken. Ah, okay. Okay, verstehe. Das sieht gut aus. Warum halten die nicht bei mir an und jagen dich? Okay, jetzt steigen sie auch bei mir aus. Ihr habt Spaß da draußen, hab ich gehört. Henry, sag Bescheid, wenn du losfährst, wir werden mal die Bullen gerade eben los. Ja, macht mal. Wofür gibt's Lester, Mann? Guck mal, Dominik. Ey, Dominik ist online, was los? Sieve. Yolo. Sieve. That is really so. Sieve. Ich bin die Cops dann los. That is really Sieve. That is the Sieve of the night. Ah, night. Oh yeah! Oh Gott! This is the Sieve of the night! So. Ziehen wir uns mal was richtig Schwules an. So. Muss einfach. Dazu sagen wir mal einfach nix, ne? Nee, warte. So, und jetzt noch die Schuhe! Alter. Die haben hier keine Schuhe, die sind arm. Armutszeugnis von einem Laden, ey. Edeka hat auch keine Schuhe. Armutszeugnis von einem Laden. Der kauft schon bei Edeka, ey. Oh, warte, damit wir das mit der Schleichwerbung durchkommen. Boah, geil, Sandalen mit Socken. Lidl, Rewe, Norma, Netto. Hast du jetzt ernsthaft Netto gesagt? Boah. Ja, schlimm, gell? Sieht bescheuert genug aus. Ich muss ja leider alle nennen. Ja, dann machen wir so. Okay, so, ich bin jetzt die Bullen auch los, ich komm auch shoppen. Ich hab Sandalen mit Socken, also ich sehe. Aber du bist schon fertig oder was? Zünde.
zu weit weg. Ey, der war im Passivmodus, dann kannst du den auf die Explosion nichts mehr anhaben. Das stimmt. Das und ihr seid Spastis. Ja, ja, das ist voll behindert. Alter, das war knapp, Luca, ne? Ich kann den Pisser nicht mal mehr überfahren. Ich fahr dann mal. Scheiße, das war mal nichts. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Im Auto kann ich trotzdem noch Haftbomben benutzen, ne? Gut, ich fahre nach Hause, weil die Spaß... Gib doch mal Gas, Alter, mit deinem komischen... Das ist ein Supersportwagen, weißt du? Das ist ja das Schlimme. Ja, am Arsch. Und ich fahre hier mit so einer... Hier ist ein Pisswasser-LKW, den will ich haben. Ich fahre hier mit so einer Karre rum, Alter. Schon peinlich. Ey, wollen wir uns nicht umstylen? Ja, eigentlich schon, aber ihr Pisse seid ja auf Rache aus. Warum auch immer, weil ich euch gar nichts getan habe, aber... Guck mal, der haut direkt ab, ey. Guckt euch das mal an. Bin ja auch im Passivmodus. Fuck, jetzt bin ich mit dem Auto da reingefahren, das wollte ich gar nicht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, sieh. Ich komme jetzt nach Hause, ne, mit was ganz Besonderem. Oh yeah, das ist voll sief. Wollt ihr das mal sehen, mein gutes Schmuckstück? Dann kommt schon mal aus der Garage raus, ich bin auf dem Weg. Nicht, dass ihr denkt, ich schmeiß wieder mit Hackbomben oder so. Nö, machst du ja nie. Ich hab auch was Schönes. I'll do my best. Soll ich mal rausholen, das Ding? Ja. Ich muss mal die Karre hier verkaufen, weil ich jetzt damit in die Garage gefahren bin. Ich habe uns LKW voll Bier besorgt. Geil. Bin gespannt, ob das Scheißding in die Garage passt. Wir haben Besuch. Ich hätte mal noch eine Challenge, die wir in der Folge mal machen können, was eigentlich relativ lustig ist. Dazu müssen wir dann mal zum Flughafen. Nein, das kann ich in die Garage. Verdammt. Ich komme hier gerade mal rausgefahren, ne? Also ich finde ja, mein Wagen ist der geilste. Boah, sieh. Ich hab das Pisswasser wieder dabei. Ja, was ist denn, wenn wir das mit dem Cargo-Bob hochheben? Was, das Pisswasserbier? Das Pisswasserbier. Ja, wieso? Willst du eine Party auf Mount Chiliad feiern und wir kriegen den Laster nicht hoch? Das ist irgendwie die Idee. Ah, wir kriegen das Ding schon hoch. Glaub mir, wir kriegen den schon hoch, Luca. Wir kriegen ja, haben ja auch schon ein Segelschiff hochgeschnitten. Ich glaube, du hast die Intention nicht verstanden. Ich erstelle mal ein Rennen mit Pisswasser-LKWs. Lol. Jetzt laber nicht so viel und geh zu deinem scheiß Rennen. Mit einem LKW. Das könnte er natürlich auch machen. Du kannst da doch eh nur zu Fuß rein. Du Überprofi. Aber wo der China-Satzverkehr anfängt, weißt du. Nein. Wo denn? Rate mal. Oh nein, ey, nicht schon wieder in den Canyon. Alles schön zentral. Hier kriegst mein Auto, komm her. Alles nur vom Feinsten. Das ist ein bisschen schneller. Willst du Pisswasser fahren, ja? Jo. So. Ich habe schon ein Auto verkauft. Wer schreibt denn jetzt? Wer schreibt, der bleibt. Dominik ist da unten. Wo? Unten. Sief. Ja, können wir erst nachher reinhören. User was moved to your channel. Spast. Hallo. Talk Power. Ach ja. Wer hat denn das erfunden überhaupt? Hallo. Moin. Dominik. Ich hab gehört, in 10 Minuten ist ein Spiel da. Ja, es ist da. Ach so, es ist da. Hey, sehr gut. Abschied sich irgendwie mein Internet von der Xbox. Ich weiß nicht warum. Hast du das neue Headset dran? Ja. Hättest du das alte behalten können. Wieso denn das? Du hörst dich gleich an. Echt jetzt? Ja. Du hast bestimmt das Mikrofon nicht umgestellt. Ja, du musst das Mikrofon umstellen. Ja, im TS. Das könnte natürlich sein. Das wäre jetzt... Das... Ach, scheiße, wie mache ich das denn? Ah, okay, hat schon funktioniert. Ja? Ja. Erzähl uns mal vom Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Alter. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Rindfleisch. Weißt du, ich habe mich mal schlau gemacht. Das sagt auch mein Chef. Es gibt
wirklich ein Gesetz, das heißt Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Boah. Ja, kenne ich. Wofür auch immer das da hat, aber es gibt dieses Gesetz. Stell dir mal vor, das musst du in der Schule im Diktat schreiben, da macht ja jeder einen Fehler. Sief. Ja. So. Schreibst du ein Wort und das komplette Blatt ist voll, ernsthaft. Du kannst halt Diktat verwenden. Keine Sorge, wir schreiben nur ein Diktat mit 3 Wörtern. Also nehmen 4 Wörter. Und das heißt dann, Donaudampfschifffahrtselektrizitätenraum, Betriebswerksraum, Unterbeamtengesellschaft steht im Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Sief. Sief. Alter, hört doch nur mal auf für diesen scheiß Sief. Ich kann's jetzt mal hören. Nicht? Ich bestell mir ein T-Shirt damit. Das war mir schon klar. Dominik, ich hab mir auch ein ganz, ganz besonderes T-Shirt bestellt. Nein, nicht eins, wo Techniker draufsteht. Das wäre eben. Das wäre sowieso meins, Sinn. Nein, ich Alter, das wäre aber mal ein geiles T-Shirt. Was? Die Biermarke von GTA bestelle ich mir. Pisswasser-T-Shirt. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber das wäre mal geil, ein T-Shirt mit Techniker. Ja. Ich, ja, Dominik selber fand es ja lustig, aber er hat es weder geliked noch kommentiert, weil seine Kumpels das ein bisschen unsief und ja, sagen. Ja, unsief. Die waren echt scheiße sauer auf. Und das sind sie ja immer. Michael, das ist nicht gut, mein Chef hat Facebook. Oh. Sief. Weil ich das Wort Blautannen erwähnt habe? Nein, sag mal, bist du denn irgendwie dumm? Was? Hab ich da was verpasst? Weißt du, für diesen Kommentar müsst du voll wie einen auf die Fresse kriegen. Nicht nur für diesen. Ja. Also ich und Marvin haben schon gesagt, nach der Folge jetzt, geh mal hin und... Marvin und ich. Marvin und ich. Geht doch. Whatever. Mach dir nur Strauß, ihr wollt mir letzte Folge schon auf die Fresse hauen. Ja, gehen wir hin und hauen ihm vor auf die Fresse. Ich hau ihn Sonntag auf die Fresse. Das ist auch gut. Oh, ach ja, der kommt ja, der Spaß kommt ja, ne? Ja, richtig. Samstag gehe ich saufen, Sonntag ein bisschen Dominik, ein bisschen Eschwege. Und kein bisschen Jungs, ich, ne? Ich mach nur kurz das LAN-Kabel an die Xbox. Okay. Ich bin gleich wieder da. Technische Probleme, das war eine geile Folge heute, wa? Ja, war super. Hat sich wieder voll gelohnt. Ich würde sagen, dann starten wir das Rennen in der nächsten. Richtig. Nein, das machen wir noch. Machen wir Überlänge. Nein, machen wir nicht. Ich bin so gut wie da. Das Rennen passiert nächste Folge. Du weißt schon, dass du die Jobs auch über das Pause-Menü starten kannst. Aber nicht meine eigenen. Doch, deine eigenen. Ist das dein Ernst? Ja. Du vögelst mich gerade. Nein. Bitte lass das ernsthaft so sein. Ich will nicht so auslachen, ne? Es ist wirklich so. Du gehst. Ich gucke. Online, Jobs. Ach nee. Jobposten, meine Jobs. Und dann hast du da Deathmatches und Rennen. Micha, sag bitte, das steht da. Aua. Aua, das tut weh. Peinlich, dass jemand, der GTA Online noch nicht so lange spielt, das besser weiß wie ich. Ja. Du hast ja auch Tomaten auf oben oder so weiter. Ich kann deine Jobs hier auch starten. Alter, mit dem Pisswasser-LKW durch die... Ich starte jetzt einfach mal den Job. Ich bin doch schon dabei! Zu spät, mein Internet ist schneller. Soll ich auch nochmal starten, ey? Meins ist eh das schnellste. So. Ey, wartet ihr bitte mit dem Starten. Ich tune mir noch eben schnell die Akuma. Akuma. Ja, wir können erst in der nächsten Folge starten. Wir sitzen jetzt hier so ein bisschen rum, chillen ein bisschen. Chillax. Das Rennen startet in 52 Sekunden. Ja, das ist ja super. Können wir eigentlich nochmal beenden. Okay, das war's von dieser Folge. Wir hören uns mit einem Schnellstart in der nächsten Folge wieder. Richtig. Bis dahin. Richtig. Tschüssi. Richtig. Tschüss.